Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir über die drei attraktivsten Eigenschaften, die du haben kannst, um mehr Erfolg bei Frauen zu haben, um sehr anziehend auf Frauen zu wirken. Viel Spaß beim Video. Also, wie im Intro gesagt, die drei Eigenschaften, über die wir heute sprechen wollen, die dich attraktiver für Frauen machen. Aber natürlich sind das Eigenschaften, die dir auch generell in deinem Leben weiterhelfen. Das Ganze korreliert ja immer miteinander. Es ist nicht so, dass das Sachen sind, die nur Frauen beeindrucken und dir selbst schaden. Nein, das Ganze hilft dir natürlich auch weiter. Deswegen macht es Sinn für dich persönlich, das Ganze zu implementieren, das Ganze für dich anzunehmen. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Und die erste Eigenschaft, und das ist eine Eigenschaft, die ich immer wieder auch auf Coachings ständig erwähne, weil sie so wichtig ist, aber leider auch so wenig vorhanden bei 99% der Männer, ist eine gewisse Entspanntheit, eine gewisse Gelassenheit gegenüber, naja, im Grunde allen Sachen, gegenüber dem Leben. Was ich immer gerne sage ist, das Leben ist so eine Art Makroebene und Frauen sind so eine Art Mikroebene. Und Makro-Mikroebene, das kannst du dir so vorstellen, das eine ist hier ein bisschen die überliegende Ebene, das ist ein bisschen das Umfassendere, wie das Universum. Und das andere ist dann die kleinere Ebene, wie zum Beispiel unsere Erde. Unsere Erde ist die Mikroebene in der Makroebene, die das Universum ist. Und genauso ist das Leben einfach die Makroebene und Frauen sind die Mikroebene. Frauen spiegeln sehr gut das Leben wider. Denn auch im Leben weißt du nicht genau, was passiert, wann passiert es so, wie ich es mir vorgestellt habe, passiert alles so, wie ich es mir wünsche. Und oft ist es so, dass Dinge im Leben anders kommen, als man sich das vorstellt. Und das ist bei Frauen eben auch der Fall. Und das ist auch eine der Sachen, mit denen ganz, ganz viele Männer zu kämpfen haben, wenn sie mit Frauen umgehen, dass Frauen halt ja so ein bisschen hin und her auch sein können, wie so ein kleiner Wirbelsturm. Wir haben ja schon mal über diese Eigenschaften gesprochen. Und da ist es eben eine der wertvollsten und attraktivsten Eigenschaften, wenn du eine gewisse Gelassenheit und Ruhe mitbringen kannst in den Flirt, in die Dates, in die Beziehung. Denn das wirst du immer wieder brauchen im Umgang mit Frauen, sonst fliegst du aus der Bahn, sonst hauen die dich raus und du gehst verloren in dem Ganzen, in den stürmischen Untiefen der weiblichen Emotionen. Eine gewisse Ruhe und Gelassenheit brauchst du da eben. Die wirken sehr, sehr anziehend auf Frauen. Da kommen wir wieder zu diesem klassischen, man kennt den Spruch, die Frau wünscht sich einen Mann mit starker Schulter, an den sie sich anlehnen kann. Damit ist kein muskulös starker Mann gemeint, der ist natürlich auch von Vorteil, ist natürlich irgendwo attraktiv, sondern jemand gemeint, der eine gewisse emotionale Stabilität, eine gewisse Gelassenheit, und da sind wir wieder bei dem Wort. Wie entwickelst du jetzt diese Gelassenheit? Das ist vielleicht die viel interessantere Frage. Und da ist es so, da kann man wirklich kaum, ich sag mal, cheaten, da gibt es keine wirkliche Abkürzung. Du musst einfach Erfahrung machen. Du musst Erfahrung machen im Leben, du musst Erfahrung machen mit Frauen, du musst diese Sturmelemente erleben, du musst es erleben, dass Frauen irgendwie absagen, obwohl es gut lief, zusagen, obwohl es schlecht lief und du dir denkst, was passiert hier eigentlich gerade? So, und natürlich, bis zu einem gewissen Grad kann man sich natürlich erklären, was da passiert ist und auf was für Mechanismen das vielleicht zurückzuführen ist. Aber es gibt immer dieses gewisse Fragezeichen, so wie es im Leben eben auch ist. Ne? Wenn du dich, angenommen, du wirst sehr krank und fragst dich, wieso ich? Du kannst halt diese Frage nie ganz beantworten und du brauchst eine gewisse Gelassenheit, eine Relaxedheit, um da ordentlich damit umzugehen, für dich persönlich. Und das entwickelst du eben nur durch die Erfahrung. Deswegen ist es so wichtig, dass du rausgehst und Frauen kennenlernst, dich in diese Welt begibst, rausgehst. Und das ist ja die Idee, ja, in das Leben zu gehen. Also sich reinzustürzen ins Leben ist, sich reinzustürzen in dieses Frauenthema. Das Gegenteil dazu wäre zum Beispiel auf der Couch zu sitzen und den ganzen Tag Fernsehen zu schauen. Das ist nicht wirklich, da setzt du dich mit dem Leben nicht auseinander, du setzt dich mit Frauen nicht auseinander. Und durch diese Auseinandersetzung, so umständlich wie die am Anfang sein mag, mit dem Leben sowie mit Frauen, dadurch entwickelst du diese Gelassenheit, dadurch entwickelst du diese Entspanntheit, die ja, dich unglaublich weit bei Frauen bringen wird. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Sache, die so ein bisschen damit zusammenhängt, nämlich Humor. Humor ist eine der wichtigsten und attraktivsten Fähigkeiten, die man als Mann haben kann. Damit ist nicht gemeint, dass du ständig Witze machst, alias der Klassenclown, sondern damit ist eher gemeint, dass du über dich selbst, auch andere Leute und das Leben generell auch mal schmunzeln oder lachen kannst. Und es wird, glaube ich, an dieser Stelle schon klar, wie diese beiden Dinge zusammenhängen. Auf einer Seite diese Entspannung, Relaxedheit im Leben den Frauen gegenüber, auf der anderen Seite die Fähigkeit, auch über Dinge lachen zu können, vor allem auch über dich selber, dich selbst nicht zu ernst nehmen zu können. Denn wenn man das nicht kann, wenn man sich selbst zu ernst nimmt, dann hat man oft diese ja sehr arroganten, narzisstischen Männer, die denken, sie sind die Oberkings und die dann bei Dates immer mit ihren fetten Autos angeben oder mit was auch immer. Ne? Fette Autos kannst du ja an der Stelle mit allen möglichen anderen Sachen ergänzen.
auswechseln sozusagen. Und das ist was auf Frauen unglaublich unattraktiv wirkt, weil es eben nicht widerspiegelt. Es spiegelt nicht diese Meisterschaft über das Leben, diese Meisterschaft über die Frauen wider. Es spiegelt wieder, dass du nicht so genau weißt, wie man optimalerweise mit dem Leben und den Frauen umgeht, dass du diese entspannte Qualität, diese humoristische Qualität noch nicht entwickelt hast. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dieses Entspannte, dieses Humoristische, dann ist das eine unglaublich starke Kombination. Und natürlich auch hier wieder, wie kommst du an diesen Punkt, humoristischer zu sein? Das hat natürlich auch wieder ganz viel mit dieser Erfahrung zu tun, von der ich hier rede. Das ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt diese Arbeit hier mache, warum ich Männer begleite auf diesem Weg, auf diesem Pfad, besser mit Frauen zu werden, weil das ist nur mal der Pfad zur persönlichen Entwicklung. Ich sage nicht, das ist der einzige Pfad zur persönlichen Entwicklung, das ist natürlich nicht so, aber es ist ein unglaublich starker, effektiver Pfad für Männer, für die persönliche Weiterentwicklung. Warum ist es so? Weil, naja, das ist so ein Gebiet, das fordert uns Männer eben ständig wieder heraus und es fordert auch mich immer noch heraus und es wird mich auch wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens noch herausfordern und auch jeden anderen Mann. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Die Frau wird immer wieder dich herausfordern. Das Leben wird dich immer wieder herausfordern. Und deswegen ist es so eine zentrale Sache für den Mann und hilft uns so sehr bei unserer persönlichen Entwicklung, vor allem auch in diesen beiden Bereichen. Also dieses Entspannte, dieses Lockere, dieses Humoristische, dieses auch über sich selbst lachen können. Und das ist auch so eine Sache, man kann das schlecht faken. Also du kannst schlecht faken, dass du entspannt bist, wenn du nicht entspannt bist, denn jeder merkt, dass du nicht entspannt bist. Zumindest die Leute, die so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie die andere Person sich fühlt. Und Frauen können das generell eigentlich ganz gut. Und auch viele Männer werden merken, dass du vielleicht nicht so entspannt bist, wie du tust. Das ist jetzt für die meisten Leute nicht unglaublich schwer festzustellen. Diese Kompetenz, diese Entspanntheit kommt eben dadurch, dass du handelst, ne? Deswegen sind ja auch kompetente Männer attraktiv. Männer, die eine gewisse Kompetenz haben. Kompetenz erwirbst du dir eben nicht dadurch, dass du zu Hause rumsitzt, sondern dadurch, dass du mit der Welt interagierst. Dadurch, dass du vielleicht, jetzt als Beispiel, keine Ahnung, verkaufen lernst, ja, und dort kompetent wirst. Oder du wirst Arzt und wirst dort kompetent. Oder ein Automechaniker und gewinnst da Kompetenz. Es ist egal, in welchem Bereich das jetzt hier ist. Ne, es gibt natürlich statushöhere und statusniedrigere Sachen, das ist klar. Das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Es geht einfach darum, dass du als Mann Kompetenz ausbildest. Und eine Kompetenz ist es eben auch eine Kernkompetenz. Es ist auch der Umgang mit Frauen. Und diese Kompetenzen, die sorgen dann dafür, dass du entspannter wirkst und entspannter bist. Dann ist ja klar, wenn du jetzt irgendwie 30 bist und du merkst so, oh, ich habe irgendwie so in meinem ganzen Leben überhaupt keine Kompetenzen erworben, ich habe irgendwie nichts mit meinem Leben gemacht, dann kannst du natürlich auch nicht super entspannt und super humoristisch sein, weil dann steckst du auch in einer relativ unangenehmen Situation. Nicht nur, weil das unattraktiv auf Frauen wirkt, sondern weil du dich auch selbst dann irgendwann fragen musst, was habe ich eigentlich mit meinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt gemacht? Und die Frage führt uns direkt zu Punkt Nummer 3, der dritten attraktiven Eigenschaft. Und all das hängt zusammen. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Die dritte attraktive Eigenschaft ist eben, dass du ein Mann bist, der, ich sage mal so, der Welt seinen Stempel aufdrücken möchte. Ne? Also das kann alles Mögliche sein. Es ist hier wirklich absolut egal, was du tust. Du könntest der Müllmann sein, der voll in seinem Job aufgeht. Du könntest im Wald wohnen und dir da eine Hütte bauen. Und es ist voll dein Ding, in der Natur zu sein. Du kannst aber auch der Business-CEO sein oder you name it. Ne? Also du kannst hier alles Mögliche einsetzen. Es geht einfach darum, dass du in der Welt unterwegs bist, dass du dich mit der Welt auseinandersetzt, dass du dich auch mit Problemen und Herausforderungen und mit deinen Ängsten, mit dir selbst auseinandersetzt. Und all das macht irgendwo einen kompletten, einen wirklichen Mann aus, einen attraktiven Mann. Und im Gegensatz hierzu haben wir immer die Eigenschaften eines Jungen. Ne? Ein Junge ist dann mehr so, oh nee, das ist alles so schwer und anstrengend und ich will einfach nur Spaß und ich will einfach, dass alles locker und entspannend ist. Und ja, Spaß ist das große Ziel meines Lebens, nicht die Weiterentwicklung, nicht die Herausforderung. Und dann bleibst du so ein bisschen in dieser jungenhaften Psychologie stecken, also in diesem jungenhaften Denken, könnte man sagen. Und das ist eben sehr unattraktiv für Frauen. Ist ja klar, denn dann haben sie eben nicht den Mann, an den sie sich anlehnen können. Dann haben sie nicht diesen starken Mann an ihrer Seite. Und wie gesagt, stark bezieht sich hier nicht auf die körperliche Eigenschaft stark, die darf gerne vorhanden sein, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht wirklich um eine Art mentale Stärke, die du dir erarbeitet hast. Insofern ist das eine der fairsten Sachen überhaupt, denn es gibt ja immer so auch berechtigte Kritik, so Aussehen und alles Mögliche und Chancen, das ist alles natürlich irgendwo ungleich verteilt. Und das ist einfach so, das ist eine Sache, mit der man sich abfinden muss. Ist einfach so. Aber das hier, das ist eine Sache, die ist tatsächlich nicht sehr ungleich verteilt. Du kannst an Kompetenz gewinnen, du kannst in die Welt stoßen, du kannst der Welt deinen Stempel aufdrücken und das
hängt nicht davon ab, wie du aussiehst. Klar, gutes Aussehen hilft dir da vielleicht ein bisschen, aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt und absolut keine Ausrede. Hier kannst du handeln, hier hast du Möglichkeiten, egal wer du bist, egal an welchem Punkt du bist. Du hast die Möglichkeiten, Kompetenzen zu entwickeln. Du hast die Möglichkeit, als Mann mit einer männlichen Psychologie, die du erschaffen kannst, in die Welt vorzudringen, in die Frau vorzudringen. Na, hier haben wir wieder dieses alte Muster. Du dringst in die Welt vor, du dringst in die Frau ein und vor. Das sind beides die gleichen Sachen, nur auf einer etwas anderen Ebene. Und deswegen eben sehr attraktiv, wenn du als Mann in der Welt unterwegs bist, könnte man auch sagen. Und wie gesagt, wie das genau aussieht, das ist up to you. Da gibt es keine, oh, das ist das Richtige und das ist das Falsche. Es gibt nur das Richtige und Falsche für dich. Und es ist deine Aufgabe herauszufinden, was denn dein Weg ist, was denn deine Mission ist, was denn dein Geschenk oder auch Gabe ist, die du in die Welt geben möchtest, das musst du eben herausfinden. Und naja, das ist der Quest, die Aufgabe, die sich an uns Männer richtet, die wir zu erfüllen haben und die viele Männer, naja, liegen lassen, weil es natürlich eine schwierige Aufgabe ist. Es ist einfacher, sich zu Hause vor dem Fernseher zu setzen und sich mit allem Möglichen abzulenken, als sich dieser wirklich schwierigen Aufgabe zu stellen und vielleicht auch zu merken, ich weiß es aktuell gar nicht. Und wenn du es aktuell nicht weißt, dann ist das gar nicht schlimm, dann geh auf diese Reise, dann finde es heraus, dann setz dich mit Dingen auseinander, geh in die Welt der Frauen und lern da umzugehen. Entwickle diese Entspanntheit, entwickle diesen Humor dir selbst gegenüber, wenn du merkst, hey, auch wenn ich Ahnung habe, am Ende des Tages bin ich auch einfach nur ein Mensch von vielen, der, ja, keine Ahnung, das Beste gibt, was er machen kann, aber dann nimmt man sich selbst nicht mehr so ernst und entwickle einfach diese Energie, diese in die Welt dringende Energie der Welt, meinen Stempel aufsetzen oder aufdrücken, Energie. Und damit ist nicht dieses Egoistische gemeint im Sinne von, ja, ich werde jetzt der krasseste Millionär und dann bin ich voll der krasse Dude so. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendwie der Krasseste zu sein in einem Vergleich, sondern es geht darum, naja, zu kultivieren, was dir möglich ist. Ja, die beste Version deiner selbst zu sein, könnte man auch, oder zu werden, könnte man in diesem Moment auch sagen. Und einfach dieses Geschenk in die Welt zu geben, einfach diese Energie abzugeben. Und das ist etwas sehr Maskulines, etwas sehr Männliches, was unglaublich attraktiv auf Frauen wirkt, auch auf Frauen jeder Altersklasse. Auch wenn junge Frauen teilweise mit dieser Energie, dieser sehr maskulinen, männlichen Energie auch überfordert sind, finden sie diese anziehend. Und je älter dann Frauen werden, Anfang 20er und so, lernen die dann besser mit dieser Energie umzugehen. Ja, jetzt ist es ein bisschen philosophisch geworden tatsächlich, so ein bisschen Weg des wahren Mannes. Na, aber ich drücke das bei weitem nicht so gut aus, wie David Data das kann. Aber das sind drei oder vielleicht die drei attraktivsten Eigenschaften, wohl bemerkt, die du als Mann entwickeln kannst, die du haben kannst. Und wenn das alles in dem Flirt zusammenkommt, dann wirst du dich wundern, wie viele Frauen dich attraktiv finden. Und das absolut ungeachtet dieser anderen Faktoren, über die wir sonst immer sprechen, wie zum Beispiel Aussehen, Geld oder Status. Obwohl das alles wichtige Faktoren sind, gerade Status ist ein großer Faktor. Aber egal, darüber reden wir in diesem Video. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Ich hoffe, ich habe dich inspirieren können. Wenn du nicht genau weißt, wie das jetzt für dich funktionieren soll, wie dein Weg aussehen soll, wie du Frauen kennenlernen kannst, dann kannst du zu mir ins Coaching, ins Mentoring kommen. Aktuell sind keine Plätze frei. Ich werde dich aber darüber informieren, wenn du dich einträgst, wann wieder Plätze frei sind. Du kommst auf die Warteliste. Hier oben kannst du den Channel abonnieren, auch die Glocke drücken. Hier kannst du dich, wie gesagt, für das Coaching bewerben. Kommst du auf die Warteliste. Und hier unten geht es zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Hier unbedingt vorbeischauen, wenn du bis hierhin dabei warst. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.